Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Es ist das Duell zwischen Tabellenlust und Tabellenfrust am 29. Spieltag der Regionalliga West. Zum einen der Spitzenreiter aus Dortmund, der nach dem 2:2 gegen Wiedenbrück gerne wieder alle drei Punkte holen möchte. Und zum anderen der FC Wegberg Beek, der im Abstiegskampf auf der Stelle tritt. 4 Punkte aus 8 Spielen, das ist viel zu wenig. Dementsprechend auch ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Marc C., der U23-Coach, sollte eigentlich erst im Sommer die erste Mannschaft übernehmen, darf aber jetzt schon sein Debüt feiern. Zu Beginn der BVB motiviert. Klar, mit einem Sieg hält man Essen auf Distanz und setzt sie zeitgleich auch unter Zugzwang. Das ist übrigens Richmond Tachi und das die erste Chance der Begegnung durch Ansgar Knauf. Für Wegberg Beek gibt es danach aber nicht viel Zeit zum Durchschnaufen, denn nach dieser Ecke macht es Tachi selber. Zabels Fingerspitzen und die Latte werden zum Retter in der Not. Trotz Dortmunder Dominanz kommen auch die Gastgeber mal zu ihren Chancen. Yannick Mauser kriegt hier den Ball und prüft dann mal, ob auch auf der anderen Spielfeldhälfte die Latte richtig montiert ist. Fazit, Note 1 für die Handwerker im Waldstadion. Zur Pause gibt's Gesprächsbedarf zwischen Enrico Maaßen und Schiedsrichter Niklas Dardenne, mit dessen Entscheidung der BVB-Trainer zeitweilig hadert. In Halbzeit 2 stellt der BVB um, statt flach jetzt hohe Bälle die Devise und hochher geht's auch vom Wegberger Tor Ansgar Knauf im Nachsetzen nach dem Versuch von Florian Krebs. Und Knauf auch unter freundlicher Mithilfe von Tom Meurer hier im Torschusstraining am Wegberger Strafraum. Ansgar Knauf, der Aktivposten bei Borussia Dortmund, natürlich auch in der nächsten Situation involviert. 86. Minute, dem BVB läuft die Zeit davon und Wegberg Beek, Ansgar Knauf. Ansgar Knauf, der vergibt, allerdings zeigt Dardenne auf den Punkt. Nach dem Beinschuss von Knauf, der Beintritt von Kühnel an Richmond Tachi. Der Gefaulte tritt selbst an und entgegen der allseits bekannten Weisheit geht's diesmal gut. Richmond Tachi 1:0. Borussia Dortmund 3 Minuten vor dem Schluss. Die Befreiung für Schwarz-Gelb. 8. Saisontor für den Mann mit der Nummer 11. Tachi entschlossen ins Eck. Zabel chancenlos. Doch noch muss Dortmund bibbern. Und nach dieser Chance von Kühnel auf Wiedergutmachung in der Nachspielzeit dem einen oder anderen Anhänger einen neuen Herzschrittmacher spendieren. Der BVB merkt, sie sind hier noch nicht durch. Anders als Ansgar Knauf in der Situation. Hat Glück, dass Mant ihn zu spät abseits stellen will. 2:1 wird zu 2:0. Florian Krebs packt den Deckel drauf auf diese Partie. Dortmund sichert sich die 3-Zähler-Überweisung auf das Punktekonto. Eine große schwarz-gelbe Freudentraube. Ansgar Knauf uneigennützig vor dem Tor. Florian Krebs mit Saisontor Nummer 1. Noch ist aber ein bisschen zu gehen und Adai Ercan zwingt Zabel zu dieser Glanztat. Am Keeper der Wegberger liegt es heute mit Sicherheit nicht. Die Nachspielzeit jetzt schon fast mit mehr Aktion als im ganzen Spiel davor und auch Wegberg Beek nochmal mit sowas ähnlichem wie Torgefahr zum Abschluss. Und so gewinnt der BVB dann 2:0, baut den Vorsprung auf Rot-Weiß Essen zumindest vorerst etwas weiter aus. Bei Wegberg Beek ist das Debüt von Marc C. nicht geglückt, deutlich erfolgreicher heute da sein gegenüber Enrico Maaßen. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich eine gute Idee hatten, dass wir versucht haben, Fußball zu spielen, aber nach 20 Minuten eigentlich das Fußballspielen schwer möglich war, weil es einfach die Platzverhältnisse nicht zugelassen haben. Und ich glaube, wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die heute mit neuem Trainer gespielt hat. Das ist dann immer nicht ganz einfach, man weiß nie so wirklich, was einen dann auch erwartet. Wir hatten sehr, sehr viele Ausfälle im Vorfeld und haben dann, denke ich, spätestens in der Halbzeit den richtigen Plan ausgepackt, indem wir dann umgestellt haben und mit langen Bällen gespielt haben. Nach dem Sieg haben die Dortmunder jetzt 60 Punkte und tanzen sich langsam, aber sicher in Richtung
Liga 3. Tschüss Alltag, hallo Freiheit, wollen wir ins Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.